Ja. Oh, Kamera macht sich selbstständig. Hallo, 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 Kamera. Aha, geht doch wieder, okay. Sind jetzt bei 10 Tests, beziehungsweise jetzt kommen 10 und 11 gerade. Ja, geht voran. So, es ist hier immer noch relativ wenig los. Aber wir sind jetzt schon zweistellig ungefähr mit den Personen. Haben jetzt gerade ein Mittagspäuschen gemacht, was von Pizzeria bestellt. So, und jetzt gucken wir mal, was der Nachmittag noch so bringt. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier das Problem. Es regnet. Und überall hier um diesen schönen Pavillon rum tropft das Wasser runter. Und teilweise rinnt es auch. Ist hier nicht so das Problem. Aber hier bei unserer Anmeldung. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Nachfahren kommen. Kommt hier auch ein bisschen das Wasser rein. Deswegen versuchen wir jetzt mal was hier mit Folie oder mit Folie zu basteln und Klebeband. So, wir haben jetzt hier eine schöne Rinne gebaut. Das heißt, da kommt das, läuft das jetzt runter und tropft dann hoffentlich nicht mehr ins Fenster, sondern an der Seite runter auf den Boden und kann da schön versickern. Wir sind jetzt hier 16 Uhr angekommen. Das heißt, wir sind am Ende für heute mit dem Testzentrum. Bauen jetzt einmal nochmal alles zurück. Das heißt, kommt jetzt alles wieder ins Auto. Die Pavillons bauen wir ab. Und dann geht es danach ab nach Hause. Das letzte Schritt zu Hause dann raus aus den Klamotten. Die müssen natürlich gewaschen werden. Und dann wird man einmal nochmal desinfizierend geduscht, damit man eventuelle Infektionen dann auch abwäscht. So, wir sind mit allem fertig, haben alles aufgeräumt. Und also machen jetzt gerade noch so die letzten Sachen so ein bisschen, tragen wir raus. Und dann müssen wir noch alles abschließen und gehen dann noch. Ja, und das war unser erster Tag in der Corona-Teststation von uns DRK hier in Brauweiler. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant und konntet ein bisschen was darüber lernen, was wir hier so machen, und habt alles gesehen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!